Das haben wir, Sie haben schon angesprochen, ja, in vielen Auftritten, mhm, im Wahlkampf, ja, gehört. Aber jetzt, wenn Sie so zurückblicken, ja, Politiker tragen Verantwortung. Sie, ja, demnach natürlich für Ihre Partei und sind Ihren Wählern gegenüber verpflichtet. Was war denn, glauben Sie, Ihr Anteil, dass der politische Ausflug nicht so geglückt ist? Mein Anteil vielleicht oder der Fehler war, dass ich habe ja viele Aktivitäten auch in Amerika. Meine Familie ist noch dort, meine Enkelkinder sind dort. Und dass ich natürlich nicht so oft hier sein konnte. Also Parteichef aus der Ferne funktioniert nicht so, das Modell? Nein, das glaube ich. Und dann war ich auch nicht so lang hier, dass ich die Leute besser kennengelernt hätte, nicht? Wenn ich hier gewohnt hätte, dann sieht man sie öfters, dann kann man das besser aussuchen. Natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich Leute hier mit dabei waren, die hauptsächlich nur wegen dem Geld dabei waren. Fühlen Sie sich ausgenützt? Nein, ausgenützt. Ich hab das gemacht, was mein Gewissen mir sagt, was ich machen soll. Aber wenn langjährige Vertraute auf die andere Seite wechseln, wie Katrin Nachbauer? Nein, ich bin nie pessimistisch. Ich bin immer sehr optimistisch und bin immer gerade. Also ich habe auch viele, viele, die schon 40 Jahre bei mir mitarbeiten und 30 und so weiter. Aber natürlich von Zeit kann es manchmal Enttäuschung geben. So ist das Leben, aber ich bin nicht verbittert. Enttäuscht, ja, aber nicht verbittert. Das Leben geht weiter und ich mache halt das, was ich glaube, weil mir Österreich doch noch am Herzen liegt, was Österreich brauchen würde. Die Politik kann das nicht machen. Das haben Sie schon jetzt ein paar Mal gesagt, Herr Stronach. Das muss man laufend sagen, weil die Politik hat sich selbst lahmgelegt. Die streiten nur.